getucht worden, ein bisschen was vergrämt worden, ein bisschen was verbabbelt worden. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder eben neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die hier neu gelandet sind. Erstmal hallo, mein Name ist Katrin und hier und da quassel ich halt einfach mega gerne über Pflege, über Make-up. Das ist so meine kleine Me-Time, mein Rückzugsort, mein Wellnessbereich und mit dem quassel ich halt unheimlich gerne auch mit euch und ja, mein aufgebraucht Video. Ich hab irgendwie meinen Akku leer gequasselt und habe euch ja versprochen, wer das gesehen hat. Also es gibt noch einen ersten Teil dazu und ich habe es einfach nicht mehr hinbekommen, das alles in ein Video zu packen. Deswegen gibt es hier so ein bisschen Nachschlag. Und der Nachschlag ist eigentlich, ja, ich sag schon wieder, es ist eigentlich gar nicht so viel. Ich darf das nie sagen, weil hinterher habe ich doch wieder eine Stunde Video. Ich habe hier noch ein paar Masken, die ich auch aufgebraucht hatte und ja, die warten jetzt natürlich einmal euch auch noch gezeigt zu werden. Da waren echt ein paar richtig coole Teilchen mit dabei und wenn ihr das interessant findet, das gerne sehen möchtet, bleibt gerne dran und ich würde sagen, ab geht's. Hier ist also die kleine gute, hier der kleine Müll, der auf euch wartet, beziehungsweise auf mich auch wartet, dass ich es euch endlich zeige. Und da befinden sich allerhand Masken drin. Unter anderem, wundert euch nicht, ich habe die einfach mal hier gesammelt, denn ich habe tatsächlich viele, viele von diesen Tuchmasken gemacht, die ich euch mal in einem Stylevana-Haul gezeigt hatte. Ich habe euch extra das Päckchen, was ich so fleißig am Leermachen bin, nämlich auch aus meinem Badezimmer gestöbert für euch. Hier fallen sie schon alle runter. Das sind die von Mary and May. Diese Hyaluronic Panthenol Hydra Masken. Die sind so gut, Leute. Also die mag ich unheimlich gerne. Die spenden mega toll Feuchtigkeit. Hier steht auch drauf 6 Hyaluronic Komplex. Panthenol ist ja auch ein toller Inhaltsstoff. Und die sind halt wirklich so mega, mega praktisch. Da ihr einfach, ich zeige euch das einmal hier, so ein Deckelchen habt. Und da drin befindet sich eigentlich hier oben, ich habe sie schon wieder einfach nur reingelegt, eine kleine Pinzette, mit der ihr dann die Masken entnehmen könnt. Das hier könntet ihr theoretisch auch ganz abmachen. Ich habe das jetzt einfach nur, um so lange wie möglich diese wundervolle Feuchtigkeit zu bewahren, einmal hier nicht ganz abgemacht, denn der Deckel natürlich verschließt das Ganze auch und hält das Ganze feucht. Aber safety first, deswegen habe ich das hier noch drin. Und man sieht das, glaube ich. Also ich habe hier schon einige leer gemacht, benutze die immer mal wieder und Leute, die riechen so unheimlich gut. Die erinnern mich so ein bisschen an Babyduft. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr diesen schönen, klassischen Babyduft? Da erinnert mich das einfach ein bisschen dran. Richtig coole Masken auf jeden Fall. Gibt es bei Stylevana, wenn ihr Interesse daran habt. Da habe ich auch einen Code. Also wir machen es wieder so, wenn ich einen Code habe, mit dem ihr was sparen könnt, packe ich ihn euch einmal hier oben hin. Und ansonsten findet ihr das ja auch alles unten in der Infobox. Und ich bin ja so ein kleiner Stylevana-Shopperholic. Und wenn ich dann irgendwelche coolen neuen Sachen sehe oder interessante Produkte für mich, teile ich das natürlich auch gerne mit euch. Ich liebe K-Beauty-Produkte, finde ich einfach super, super spannend. Und ich weiß nicht, in der Drogerie habe ich sowas noch nicht entdeckt. Und deswegen bestelle ich halt unheimlich gerne da. Stylevana, wie gesagt, immer so mein Lieblings-Go-To-Shop, weil da die Preise halt echt hammermäßig sind. Einmal diese, noch nicht leer die Packung, aber ich dachte, ich zeige euch nicht hier wieder nur diese verranzten Tücher quasi. Dann muss ich ein bisschen schmunzeln, die muss ich euch einmal so zeigen. Ich habe auch Augenpads leer gemacht, die habe ich irgendwie wieder hier reingeschmissen und die kleben so ein bisschen hier am Rand.
einmal auch, damit ich einfach dran denke, euch die auch zu zeigen. Denn auch da habe ich natürlich ein paar mehr gemacht. Und die sind auch, wenn ihr daran Interesse habt, bei Stylevana unter anderem erhältlich. Ihr habt auch andere K-Beauty-Online-Shops. Schaut da immer am besten so ein bisschen Preisvergleich und schnappt, wenn euch das interessiert, dazu, wo es am günstigsten ist. Und das sind hier welche von Changbri. Marine Energy Eye Mask. Die Marke gibt es schon seit 1990 und ich liebe auch diese Döschen mit den Augenpads. Schreibt mir mal gerne. Ich finde das super, super praktisch. Hier sind wir wieder bei etwas, was ich unheimlich gerne mag, gerne vertrage, meine Haut einfach feiert. So ein bisschen marine Inhaltsstoffe, also marine Kosmetik. Hier in dem Falle mit Spirulina, Marine Komplex und Pearl ist einmal mit drin, auch immer so praktisch mit diesem kleinen Löffelchen da drin und dieser extra Abdeckung. Ihr müsst halt wirklich, wenn ihr so Teilchen habt, die sind ja auch nicht ewig haltbar, da sind, ich meine, in der auch 30 Portionen, sage ich einfach mal, 60 Stück, also 30 Anwendungen drin. Da müsst ihr dann auch so ein bisschen dabei bleiben. Die sind nämlich auch nur 2 Monate haltbar. Deswegen bin ich hier auch gut unterwegs. Gerade am Augenbereich ist das immer so eine Sache. Deswegen greife ich auch tatsächlich gerne auf abgepackte Augenpads zurück. Besonders auf welche, die einfach für mich... Ich liebe sie. Ihr seht sie immer. Ich glaube, seit ich sie das erste Mal gemacht habe, ihr werdet sie immer zurückverfolgen können in meinen aufgebrauchten Videos und ich mache die so liebend gerne. Bei mir funktionieren die super und die Rede ist hier von den Daten Hydrogel iPads. Wenn das Video online kommt, habe ich auch gerade 21% Daten Code. Mit dem könnt ihr dann noch zuschlagen, wenn ihr daran Interesse habt. Ich habe hier tatsächlich so ein bisschen Mix gemacht. Ja, es sind dieselben Augenpads. Ich habe da natürlich Backup zu Backup zu Backup und ihr kennt mich, wenn ich was gerne mag, habe ich es einfach auch im Backup und mehrfach im Backup, gerade bei Augenpads. Das hier ist noch so die alte Variante davon und ich habe nichts, was mir an Augenpads, auch wenn andere immer schön, auch diese hier, ne, so schön durchfeuchten und so ein bisschen einen frischeren Blick einfach machen. Aber ich habe nichts, was mir so gut tut mit meinen Augenringen. Also die mir so helfen bei diesen Augenringen. Ich liebe auch einfach diese Konsistenz davon. Wie nennt man das denn? Die halten so genial gut unter den Augen. Ich liebe das, weil ich damit echt machen und tun kann und durchs Haus rennen kann und gleichzeitig noch ein bisschen Haushalt machen kann. Wenn ich die jetzt zum Beispiel nehme, die sind tatsächlich, die sind schön, die sind gut, aber die sind flutschig. Und diese hier, die saugen sich einfach fest. Die sitzen da, wo ihr sie platziert und danach habt ihr echt so einen schönen, wachen Blick, weniger diese Schwellung auch unter den Augen, das liegt aber auch einfach, wenn ihr die in den Kühlschrank packt oder so, ne? Das tut euren Augen bzw. eurer Unteraugenpartie natürlich immer gut. Aber das hier ist so Anti-Wrinkle-Action und man hat einfach diesen wacheren Blick, so mit mehr und Energie, sage ich mal. Die, wie gesagt, gibt es jetzt halt auch in diesem Format. Da ist die Packung, die Außenverpackung auch hier abbaubar, hier umweltfreundlich. Und die sind jetzt auch im 6er-Pack erhältlich, also im Vorteilspack. Vorher war immer so eine Packung, nur 3 Stück. Die gibt es jetzt auch im 6er-Pack, wenn ihr danach schauen möchtet. Aber wie gesagt, das hier meine liebsten Augenpads. Und warum immer noch auch zu diesen, ist einfach wirklich eine Sache der Praktischkeit. Ich erfinde hier wieder Wörter. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Ich gehe mal zum nächsten Teilchen und da habe ich nicht die Originalverpackung. Da war eine kleine Bubble-Maske drin. Die war richtig gut. Da gibt es auch übrigens ein Experimentiervideo von mir. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, verlinke ich euch einmal im i.
Und da war von der lieben Rocky by Beauty, die hat mir nämlich die von LR zugeschickt und die fand ich echt gut. Die habe ich zweimal machen können. Einmal für euch und zusammen mit euch im Video und einmal später noch. Die war echt super, super pflegend. Wie gesagt, habe ich ein Experimentiervideo, wenn ihr da ein bisschen mehr zu erfolgen wollt. Da habe ich, glaube ich, genug schon über die gequasselt, aber die war echt gut. Hat super gepflegt. Dann geht es weiter mit einem Teilchen hier. Und das ist einmal dieses hier. Von Foreo habe ich so eine kleine Maske gemacht. Ich habe da auch noch welche von, denn tatsächlich Chiquita. Ne? Hier, die liebe Nicole von Chiquita's Blaze hat mich nämlich hier auf so ein Foreo UFO gefixt. Ich musste es einfach unbedingt haben. Ich bin da wirklich vorher immer schon länger drumherum geschlichen und ich meine, das ist sehr kostenintensiv. Und ich habe ja so einen kleinen Shop, den ich auch über alles liebe und das ist Best Secret. Auch da packe ich euch unten in die Infobox am besten meinen Link rein. Wenn nicht, die liebe Ingrid hat noch ein paar Links, dann nehme ich wieder ihre. Da kommt ihr nämlich nur über so einen Einladungslink rein. Nein, ihr müsst keinen Mindestumsatz oder sonst irgendwas machen. Das ist einfach nur eine mega coole Shopping-Seite, bei der man wirklich so grandiose Sachen findet. Ava and May Kerzen und wie gesagt unter anderem auch Foreo UFOs. Und die nicht immer, die kommen hier und da mal. Und der war so günstig. Ich meine, ich hatte 44 Euro und hatte dann noch einen Gutscheincode, den ich drauf einlösen konnte. Also kam wirklich sehr günstig dran. Dazu gab es diese kleine Maske. Ich weiß gar nicht, habe ich die euch... Genau, sie ist auch hier drin. Ich habe die übrigens zweimal gemacht. Ich mache das sehr gerne. Ne? Ich bin ja hier Team Sparfuchs und so, auch wenn ich sonst wie viele Masken habe. Aber ich mache halt auch gerne mal, gerade wenn die viel Serum haben oder so, die Masken zweimal. Hier war das echt praktisch, weil ihr die Seite auch schön wechseln konntet. Und das klemmt ihr euch in dieses UFO-Teilchen, was so mit Wärme über eure Haut geht. Das fühlt sich so toll an. Und ihr habt halt eine ganz schnelle Maskenbehandlung. Ich habe es übrigens auch schon ausprobiert. Es geht auch mit anderen Masken ganz easy. Und ihr legt euch einfach die Maske drauf und geht dann mit diesem UFO-Mini da einmal drüber. Funktioniert auch wunderbar. Deswegen, die sind immer so ein bisschen teurer. Ich habe mir aber dazu auch noch ein Päckchen gekauft. Die fand ich nämlich auch echt gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt... Ich würde jetzt nicht behaupten, es lag an dieser kleinen Tuchmaske, sondern einfach an diesem UFO-Teilchen, was einfach mega, mega cool war. Das ist nicht aufgebraucht. Das kann man auch wieder aufladen deswegen. Aber dieses kleine Teilchen gehört halt dazu und war richtig gut. Dann habe ich hier eine... Oh, es ist immer noch eine Maske, die ich über alles liebe und habe ich auch ein paar im Backup, weil ich die grandios gut finde. Gerade, ich meine, man muss immer so ein bisschen auch, und das sage ich hier gerade mal dazu, Preis-Leistung. Ne? Also für den Preis, der diese Maske kostet, also den Preis, den diese Maske hat, die gibt's im Action und dafür finde ich die so gut, wirklich so gut. Ich glaube, ein Euro oder was sind die mittlerweile, ist einmal hier diese Facial Cheat Mask Gesichtsmaske mit Charcoal, also mit Kohle und Seesalzextrakt. Ihr merkt schon, ich und meine hier Marine, es funktioniert einfach gut bei mir und die beruhigt so schön die Haut. Gerade wenn ihr diese Pickel, ne, so einmal im Monat ist das bei mir halt so extrem und da kommt dann dieses Teilchen einmal drauf, um meine Haut und mein Pickelchen zu sagen, reißt euch am Riemen und verschwindet mal wieder. Super, super angenehm, spendet dabei schön Feuchtigkeit. Wie gesagt, für einen kleinen Preis ein richtig großes Produkt, was ich super gerne mag. Dann habe ich einmal gemacht eine Fußmaske. Wir gehen mal an die Füße hier gerade. Die hatte ich mir aus dem Trash-Paket, also aus Trashy, einmal rausge-
mobst. Und da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da gibt es ein paar Videos. Trashysaurus, wie wir ihn so liebevoll nennen, weil er irgendwie eskaliert ist. Wächst natürlich auch immer weiter. Irgendwie kriegen wir ihn nicht kleiner, auch wenn wir eine 2-für-1 Aktion haben. Da habe ich das letzte Mal auch mit der lieben Antje zusammen gefilmt und da gibt es 2 Teile. Ganz viele wundervolle Ladies mit dabei und wirklich, oh Gott, meine Unbox-Butterfly Nicole. Ich bin so traurig, aber ich kann es ja verstehen und sie hat ja mit YouTube aufgehört und aber sie ist noch bei uns in der Gruppe, worüber ich mich riesig freue. Ich schweife ab, weil ich ein kleiner Emotionsmensch bin und hier jetzt wieder zurück zur Fußmaske gehe, die übrigens sehr gut war. Oh mein Gott, Katrin, ihr merkt es schon, warum ich 2 Videos für meine aufgebrauchten Sachen brauche. Naja, es war auch diesmal wirklich, hat sich einiges gesammelt. Premium Foot Care ist das hier. Sollt ihr 30 Minuten drauf lassen, sind diese Socken. Oh, ich mag das einfach gerne. Ich fand die auch richtig gut. Ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das hier jetzt war und wo sie her ist. Ich fand sie auf jeden Fall sehr gut. Allgemein mag ich Fußmasken einfach gerne und ich lasse die meistens tatsächlich noch länger drauf wie 30 Minuten. Also 30 Minuten sind gar nichts. Ich ziehe mir dann meine Kuschelsöckchen einmal drüber, meine Hausschlappen an und dann wird im Haus rumgeflitzt damit oder auch auf der Couch dann nur in Socken rumgelümmelt und das kann dann vielleicht auch mal über 1 Stunde werden, wo diese Masken drauf sind. Die hat die Füße auf jeden Fall mega weich gemacht. Also ist keine peelende Maske oder so, sondern eine schöne, pflegende Maske. Hat sie getan, hatte ganz babyweiche Füße wieder und mochte ich gerne leiden. Dann habe ich hier einmal von Yepoda etwas. Oh mein Gott, Leute, da habe ich 2. Genau. Leute, richtig gut, richtig gut. Eine habe ich auch mit euch mal getestet, da gibt es auch ein Video. Bei Yepoda habe ich auch einen Code für euch. Natürlich auch der einmal hier, einmal unten in der Infobox oder ich pinne euch mal einen Kommentar an, wo die ganzen Sparfüchse zuschlagen können. Leute, diese Masken, heftig, heftig, heftig. Die 2 habe ich hier einmal gemacht und ich war ja so gespannt auf die PHA, AHA und Eigenkomplexmaske hier, weil die so ein bisschen eine peelende Wirkung auch hat und die fand ich auch richtig gut. Genauso, oh mein Gott, die hier ist auch der Hammer, Leute. Mit Niacinamiden, Panthenol, was auch diese andere Maske hat, was natürlich schön pflegend ist und die Haut so schön weich macht. Niacinamide ist ja auch ein toller Inhaltsstoff, der auch gegen wirklich so diese Imperfections einfach wirkt. Und Calendula ist noch mit dabei. Beide fand ich mega gut. Beide heftig viel Serum. Also wirklich, die kriegt ihr auch noch ein drittes Mal gemacht. So viel Serum ist da drin. Man sagt immer so schön, man sollte eigentlich nicht nochmal dasselbe Tuch hier verwenden. Da kann ich euch auch empfehlen, die gibt es nämlich auch zu kaufen. Die sehen aus wie so kleine Bonbons und es gibt tatsächlich einzeln verpackt auch diese Maskentücher zum Nachkaufen und die könnt ihr euch auch einfach wieder da rein machen und nutzt dieses wundervolle Serum. Ich meine, klar, wenn man den Hals und Dekolleté mit diesem Serum einmal mitnimmt, dann ist natürlich ein bisschen mehr weg, aber ihr kommt trotzdem, selbst wenn ihr den Hals und Dekolleté mitmacht, kommt ihr dennoch dicke 2-mal damit hin. Also ganz fantastisch. Übrigens auch mega interessant, diese Verpackungen sind hier auch recycelbar. Die sind aus Kartoffeln irgendwie hergestellt und Yepoda ist ja auch vegan und cruelty-free und die spenden auch immer und das finde ich so genial. Also bei jedem Kauf, den ihr tätigt, geht auch ein Anteil an guten Zweck und wird gespendet und mit Katrin bekommt ihr auf jeden Fall 30% bei Yepoda. Ich kann euch die Produkte, gerade wenn ihr auch empfindliche Haut habt,
sehr ans Herz legen. Mag Yepoda einfach gerne leiden. Ich liebe diesen Cleansing Balm. Ich liebe diesen Bubble-Double-Schaum. Der ist richtig genial. Das sind so meine kleinen Lieblinge. Da gibt es auch wirklich ein Favoriten-Video von mir, wenn ihr da reinschauen möchtet. Zu den Masken, wie gesagt, kann ich nur sagen, mega angenehm, mega feuchtigkeitsspendend. Die hier so ein bisschen leicht exfoliierend, aber nicht zu krass. Also die hat nicht gebrannt oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, die war schön pflegend. Dann gibt es ja hier auch noch eine dritte im Bunde. Ich finde preislich auch völlig okay für die Qualität, die die Masken haben. Gerade mit den Prozenten. Ich meine, wie gesagt, Katrin, und ihr spart dann auch gleich 30%. Die gibt es in Sets und finde ich sehr angebracht, gerade weil so viel wundervolles Serum da drin ist, dass ihr da dicke zweimal dran habt. Und ich habe es mal ausgerechnet, ich habe es wieder vergessen, aber ihr gebt da pro Maske nicht viel mehr aus wie manchmal in der Drogerie und bekommt auf jeden Fall eine viel krassere Qualität. Ich habe auch leider nichts mehr von der Drogerie hier. Ich habe hier noch so ein bisschen K-Beauty in Form von dieser kleinen Maske. Da habe ich euch auch schon einen vorgeschwärmt und die ist wahnsinnig toll. Ich weiß, manche von euch haben die bei Stylevana sich auch gleich geschnappt und nachgekauft. Und die ist von Jin Jung Sung. Ich zeige euch das einmal hier. Leute, ist so gut. Das ist eine Maske, die mit so einem Netz daherkommt, was ihr erst entfernen müsst, euch dann auf die Haut macht und dann so ein bisschen anfängt so zu kreisen und so quasi euer Gesicht zu massieren. Ja, so eine krass schöne gepflegte Haut danach und auch schön lang anhaltend. Weil das habe ich oft bei Drogeriemasken, ne? Die kosten dann vielleicht die Hälfte vom, wenn wir hier auch sind, vielleicht die Hälfte, aber die sind nur für den Moment schön, ne? Also eine Maske ist natürlich auch immer Me-Time. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das auch einfach Entspannung ist, dass ihr auf jeden Fall eurer Haut auch da was Schönes tut. Es kommt aber manchmal echt drauf an und das merkt man einfach bei bestimmten Masken, dieser Langzeiteffekt. Und ich muss hier dann, wenn ich gerade dabei bin, eine holen, wirklich auch eine meiner absoluten Lieblingsmasken. Jeder, der sie schon mal gemacht hat, ist da, glaube ich, so ein bisschen mit dabei. Wir sind bei Darken, bei der Hydro-Lift-Maske. Heftig, heftig gut. Die ist auch, ich liebe das ja. Ich mag das ja auch bei diesen Augenpads bereits erwähnt, dass sich das so anschmiegt, so ansaugt an die Haut. Auch diese Maske aus Biozellulose übrigens, die ist so richtig. Oh, ihr könnt die ewig lang tragen und ihr merkt noch nicht mal, dass ihr diese Maske drauf habt. Die rutscht nicht, die klippert nicht, die ist wahnsinnig toll. Und die hat so einen krassen Langzeiteffekt. Auch diese Maske, da gibt es irgendwo so ein Routine-Video von mir auch. Ich muss da mal nochmal eine neue Routine für euch abfilmen, wo ich die auch mache. Und da habe ich euch auch gezeigt, wie ich die nochmal ein zweites Mal verwende. Denn hier sind wir natürlich auch bei einem Preispunkt, holla, aber ich sage euch ganz ehrlich, das sind Masken zum richtig Gönnen. Und wenn ihr was vorhabt und auch wieder verwenden und ihr habt da echt zweimal was dran und ihr habt so eine tolle, schöne, gepflegte, durchfeuchtete Haut, die kurbelt nochmal alles auch an, ne? Das ist so, fühlt sich so leicht kühlend an, regt aber eure Haut einfach an, sodass sich das ein bisschen quasi erwärmt und eure Zellen auf Trab bringt. Mag die unheimlich gerne. Schreibt mir mal gerne, ob ihr die schon gemacht habt. Ich liebe ja auch diese Bubble-Maske davon, von Dalton. Das sind so meine kleinen Favoriten. Auch da gibt es tatsächlich, wenn ihr ein bisschen Maskenspaß haben wollt mit mir Kleinen, da gibt es auch ein ausführliches Maskenvideo, wo ich dann so ein bisschen alles getestet habe mit euch. Dann habe ich hier noch eine ausgekramt und die ist auch wie diese Dalton-Maske mit so einem richtig coolen Biozellulose-Stoff, der sich einfach ansaugt ans Gesicht, auch mit einem Netz wieder. Das haben die meistens. Das habe ich einmal hier und die ist auch wie so eine zweite Haut auf eurem Gesicht. In Tomato, hier einmal, von Lidas auch
In eine koreanische Marke übrigens bekommt ihr auch zum Beispiel bei Staiwana zu kaufen. In ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, will ich schon sagen. Aber in verschiedenen Variationen. Die ist übrigens mit Vitamin B und C und Antioxidantien. Liebe ich auch. Richtig gut. Und dann habe ich hier etwas für die Augen. Und das habe ich, meine ich, auch irgendwo schon mal erwähnt. Oh Leute, so gut habe ich damals auch eins von der lieben Juliane bekommen. Und habe ich gefeiert, habe ich geliebt. Das ist eine Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Maske. Also etwas, was ihr euch am besten so vom Schlafengehen ein bisschen aufgebt. Mit diesem Retinol drin, was einfach fantastisch ist. Da ist ja bei Dalton gerade auch dieses Retinol-Serum neu rausgekommen. Da erzähle ich euch auch ein bisschen. Schaut da gerne in dem Video auch vorbei, weil da erzähle ich euch ein bisschen was über diesen Wirkstoff Retinol, den ich unheimlich gut vertrage, den ich unheimlich gerne mag. Deswegen vielleicht auch diese Maske, aber die war so zart, schmelzend und schön, ist auch in meinen Top 5 hier Augencremes gelandet, weil sie einfach richtig, richtig gut ist. Und einmal von Glow Recipe hier dieses kleine Töpfchen. Die sehen auch immer so Zucker aus, ne? Ist eine richtig tolle Marke. Ich muss gerade wieder an Unbox Butterfly Nicole denken, denn das war eine auch ihrer liebsten Marken. Zu Recht, wohlgemerkt. Die haben echt tolle Produkte. Wer natürlich, ich weiß, es ist, aber es ist halt einfach so meine kleine Lieblingsmarke und auch da ist etwas leer geworden. Direkt nachbestellt, Leute, was soll ich euch sagen? Damals, also ich habe mir dieses Set wieder nachbestellt, dieses Q10 Set, weil darauf bekommt ihr dann auch, wenn es diese Rabattaktion, so wie jetzt gerade bei mir mit den 20%, bekommt ihr auch meistens auf diese richtig coolen Sets, die halt eh schon reduziert sind. Das heißt, ich liebe ja auch, die ist auch in meinen Top 5 gelandet, diese Q10 Augencreme davon. Oh, fantastisch. Und auch übrigens für die Leute, die mit dieser Marine Filler Augencreme vielleicht nicht so gut klarkommen. Ich glaube, für euch ist eher die Q10 Augencreme etwas. Lasst euch da aber vom lieben Dalton Team beraten. Auch das erwähne ich immer wieder, weil ich es so grandios finde, dass man eigentlich so eine tolle Möglichkeit hat. Hier in dem Falle ist einmal diese Maske leer geworden. Ich liebe sie. Auch die ist in dem Set enthalten. Deswegen war das für mich ein mega Schnapper. Gerade zur Reduzierung dann die 20%. Oh, ich liebe diesen Duft, ne? Also Q10 hat so einen Duft, da liebe ich auch diese Körpercreme so davon. Da wurde ich auch von einem, ne? Hier, liebe Grüße von euch angefixt. Denn ihr testet manchmal auch Sachen. Ich schnupper hier gleichzeitig, ne? Ich weiß nicht, ob man das noch sieht. Die haben diese Q10-Reihen, haben hier in dem Falle auch wieder diese kleinen roten Pärchen drin. Diese Lipide, ne? Diese Fette einfach, wo eure Haut nochmal, ja, was Gutes tun. Auch dazu schaut da gerne wieder in dieses, ich kann es nur wieder dahin verweisen, in dieses Video mit den neuen Serien rein, denn Ceramide sind da ja auch am Start und das sind auch Fette, deswegen ein wichtiger Bestandteil von unserer Haut. Habe ich euch aber alles in dieses Video gepackt und brauche ich, glaube ich, jetzt hier nicht nochmal zu erwähnen. Die Maske, I love it. Ich mag wirklich, die Dalton-Masken sind auch für mich Qualität vom Allerfeinsten mit einem wahnsinnig tollen Effekt. Und ihr habt es ja gesehen, ein bisschen ist hier was vertucht worden, ein bisschen was vergrämt worden, ein bisschen was verbabbelt worden. Ich mochte viele davon sehr, sehr gerne leiden. Ein Flop war hier einfach nicht dabei. Alles richtig schöne Produkte und wie gesagt, wenn ihr da irgendwas erbeuten möchtet, vielleicht auch reduziert, dann freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich Rabattcodes für euch am Start habe. Denn wir sind ja echt, also wirklich, es wird ja alles teurer und da muss man ja auch mitnehmen, was geht, sage ich immer. Also so ein bisschen Rabatte abstauben und ich bin auch so ein kleiner Rabatte-Shopper. Ich habe mich da letztens noch drüber unterhalten. Es wird immer versucht, mit Rabatt zu kaufen und vielleicht seid ihr genauso. Dann freue ich mich natürlich
dass ich dann auch immer so ein bisschen was habe, mit dem ihr günstiger an Produkte rankommt, die ich von Herzen gerne mag und die ihr vielleicht dann auch von Herzen gerne mögt oder schon bereits mögt. Leute, Labarababa, ich bin raus aus diesem Video. Einmal noch dieser Müll, der nächste Müll wartet bereits. Aber ich hoffe, ihr hattet ganz viel Freude mit mir und meinem kleinen Müllberg hier und wünsche euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag und hoffe natürlich, wie immer, wir sehen uns beim nächsten Mal und beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Süßen, macht's gut. Tschüssi.